So, in wenigen Minuten geht's hier los im Halbfinale des spanischen Pokals. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie vor Ort. Jetzt soll der letzte Schritt erfolgen. Beide wollen unbedingt ins Finale. Negredo gegen Gareth Bale. Was erwartest du dir hier? Negredo ist immer wieder durch seine enorme Energie beeindruckend. Seine Stärke, das ist nahezu einzigartig. Gareth Bale ist Neymar. Er trifft die Latte. Er nimmt die direkt. Und er ist drin. Von der Latte hinein ins Glück. Ganz starkes Tor. Da springt der Ball von der Latte rein. Sieht spektakulär aus und zu halten gibt es da nichts. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und Rakitic. Rakitic, super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Schießt er ihn rein. Super Flanke. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Das ist jetzt seine Chance. Super Einsatz vom Torhüter. Den hält er jetzt fest. Findet den Mitspieler. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Neymar jetzt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Iniesta. Den Ball kann er abfangen. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Iniesta. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Bale. Gareth Bale. Der Ball ist drin. Gute Aktion und die Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Parejo jetzt. Der war nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und das war's mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gareth Bale. Trifft er, ja, drin, Tor. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf, mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Das wird Freistoß gegen Barcelona geben. Das ist die Verwarnung für den Torjäger. Und jetzt muss er aufpassen, das wäre extrem bitter, wenn er runter müsste.
Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt vielleicht, Bale. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegen. Schuss von Bale. Die kann er einfach, diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Diego Alves. Gaia. Cheryshev. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Iniesta. Jetzt ist er durch. Jetzt haben sie es. Tor für Barca. So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Sehr guter Start in dieses Halbfinal-Hinspiel, oder Buschi? Sehe ich ganz genauso. Die Führung ist verdient auf dieser Leistung. So, der Ball rollt wieder in diesem Halbfinalspiel im spanischen Pokal. Und wir hoffen natürlich, dass wir weiter tollen Fußball zu sehen bekommen. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Der Schuss von Neymar. Der Ball passt. Treffer für Barcelona. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Adelan Santos. Einwurf für Barcelona. Der Ball im Aus. Jordi Alba jetzt am Ball. Mit dem Kopf. Tor! So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Bale! Und da ist das Tor für Barca. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Cheryshev. Super Flanke. Der Ball ist weg, da kam die Flanke nicht gut rein. Da, Neymar schießt! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Guter Körpereinsatz hier. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt Barca am Ball. Gareth Bale. Da passt der Torhüter auf. Gleich kommt der Eckstoß rein. Er gibt das Foul und Freistoß.
Den Ball hält er gut. Sehr gut reingespielt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Der Ball ist drin. Und da macht er sein zweites Tor. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt, das ist unmöglich. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Gareth Bale jetzt. Und er schießt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Mascherano. Iniesta. Da kommt der Schuss. Ein fantastisches Tor. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Iniesta. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Oh, ein Foul von ihm. Dabei hat er schon gelb gesehen. Und das Zuspiel auf Bale. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Er gibt Freistoß, klar. Ein einseitiges Spiel heute.